Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, was die wichtigsten Grundlagen beim Outsourcing sind. Und am Ende gehe ich noch auf die Vor- und die Nachteile ein. Also kommen wir zuerst zum Outsourcing und zwar die Definition davon. Weil unter Outsourcing ist eine Ausgliederung von bestimmten Aufgaben bzw. Stellen zu verstehen, die ein Fremdanbieter, also ein Dienstleister oder eben auch ein Zulieferer für ein Unternehmen übernimmt. Bedeutet zu Deutsch, du bist ein Unternehmen und produzierst die besten Backwaren der Stadt. Jeder reißt sich um deine Backwaren. Aber du hast überhaupt keine Ahnung über Buchhaltung. Davon willst du nichts wissen. Und deswegen outsourcest du das Thema Buchhaltung komplett an ein anderes Unternehmen, an jemand anderes, wie hier, die Steuerberatung XY, weil die sind Experten darauf. Und das ist das Grundprinzip bei Outsourcing. Du nimmst irgendetwas, was du nicht machen möchtest, kannst oder eben nicht weißt, wie es funktioniert, und sourcest es sozusagen an jemanden anderes aus. Fürs Outsourcing, da gibt es verschiedene Anwendungsgebiete. Zum Beispiel, klassisch nach Abteilung gesehen, den Einkauf. Deine komplette Einkaufsabteilung outsourcest du an jemand anderes, weil der einfach besser im Einkauf ist. Vielleicht schafft er sogar einfach irgendwelche besseren Einkaufskonditionen zu bekommen, weil er eben viel mehr einkauft als du zum Beispiel. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch die Personalverwaltung. Sehr typisch beim Recruiting. Man fragt jemanden anderes, hey, ich brauche einen neuen Angestellten für die Position im Vertrieb. Dann gehen die auf die Suche und suchen diese Person für dich. Also hast du die Personalbeschaffung outgesourced. Dann natürlich, wie gerade eben erwähnt, im Rechnungswesen, dass man die Buchhaltung einfach outsourced. Und natürlich auch ganz klassisch bei einer Fertigung. Wenn du zum Beispiel, nehmen wir jetzt an, du bist ein Computerhersteller und du kennst dich mit allen super gut aus, außer mit Grafikkarten. Grafikkarten ist nicht so dein Ding. Dann kann es sein, dass du einfach sagst, okay, die Herstellung von dieser Grafikkarten, also diese besonderen Teile, wo du dich nicht so gut auskennst, die tue ich outsourcen an jemanden, der sich mit Grafikkarten super auskennt. Natürlich hat dieses Outsourcing Vor- und Nachteile. Kommen wir zuallererst zu den Vorteilen. Also, du als Unternehmen kannst dich voll und ganz auf deine Kernkompetenzen fokussieren, also wirklich auf die Produktion von Backwaren und nicht um irgendwelche anderen Sachen dich kümmern, wo du nicht so gut drin bist. Dann natürlich hast du eine Reduktion von Kosten. Nehmen wir mal das Beispiel mit den Grafikkarten an, weil du nicht die richtigen Maschinen hast, die richtige Expertise, vielleicht auch die richtigen Connections. Kann es sein, dass wenn du dieselben Grafikkarten selbst produzieren möchtest, dass es teurer kommt, als würdest du bei einem anderen Unternehmen die Grafikkarten einkaufen, weil der diese einfach günstiger produziert und dir dadurch auch günstiger verkaufen kann. Natürlich hast du auch eine Effizienzsteigerung. Klar, weil wir uns wirklich nur auf das konzentrieren, wo wir uns auskennen. Ich muss jetzt nicht anfangen, mich einzulesen. Wie ist denn das mit einem Nachhaltigkeitsbericht? Was muss ich denn da machen? Stattdessen outsource ich das Ganze und ich konzentriere mich auf mein Kerngeschäft. Und ein weiterer Punkt ist natürlich die Reduktion von Investitionen. Nehmen wir an, ich brauche eine komplett neue IT-Infrastruktur. Da muss ich die Computer anschaffen, die Bildschirme, die Server und so weiter. Wenn ich das Ganze einfach outsource, spare ich mir diese ganze Investition in diese Anlagen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Nachteile. Es entsteht ganz klar eine Abhängigkeit. Ich bin zum Beispiel abhängig von einem anderen Unternehmen. Ich muss warten, bis der zum Beispiel mit der IT die ganze Infrastruktur aufgebaut hat und auch Zeit dafür hat. Dann können natürlich auch irgendwelche Spannungsfelder entstehen. Klar, ich möchte zum Beispiel, dass bei mir jetzt innerhalb des Betriebs die Homepage neu aufgesetzt wird. Das Thema Homepage habe ich aber outgesourced. Der das macht, dieser Outgesourcete, der hat natürlich nicht nur mich als Kunden, sondern auch andere Kunden. Und ich möchte in dem Moment, dass meine Homepage so schnell wie möglich fertig wird. Würde ich mich um die Homepage selber kümmern, klar könnte ich das schnell machen. Aber weil der andere das gerade nicht kann, entstehen natürlich Spannungsfelder zwischen mir und dem anderen Unternehmen. Dann ist natürlich auch ein Konfliktpotenzial dabei. Bedeutet, wenn das andere Unternehmen irgendwelche Probleme hat, das heißt vom Image her, weil die plötzlich Kinderarbeit gemacht haben und ich habe das nicht mitbekommen, dann kann das natürlich auch mein Unternehmen beeinflussen oder eben auch ganz große Konflikte auf sich bringen. Und zu guter Letzt kann es ja sein, dass ich, nehmen wir jetzt mal einfach an, ich habe anfangs die Buchhaltung bei mir im Unternehmen gemacht und nun habe ich die outgesourced. Das macht jemand anderes. Naja, dann geht dir bei mir das Wissen, wie man eine Buchhaltung macht, das ganze Wissen geht verloren. Und mir das dann wieder anzueignen, das ist natürlich dann wieder kosten- und zeitintensiv.
Also du merkst, Outsourcing ist im Klartext, ich nehme als Unternehmen oder Organisation irgendetwas, sei es ein Produkt oder irgendeine Aufgabe in meinem Unternehmen und tue die jemand anderes für mich machen lassen. Und das Ganze hat natürlich dessen Vor- und Nachteile.